Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir möchten uns nun mal den Intercity in der modernisierten Ausführung von 3D-Zug mal etwas genauer ansehen, der ja jetzt zur Verfügung steht. Wir werden uns, wie gesagt, erstmal den Zug von außen näher ansehen, uns die Drehgestelle mal ansehen, auch die ganzen Bremsanschriften, was denn die einzelnen Wagen so für Bremsbauarten und Bremsstellungen zur Verfügung stellen. Dann werden wir uns natürlich den Steuerwagen ansehen und einen kompletten Rundgang durch den Zug machen, denn jeder Wagen bzw. der komplette Zug ist wieder voll begehbar, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Ja, generell sehen wir jetzt mal den Steuerwagen hier vorne. Und was gleich auffällt, wenn man von vorne auf die Front blickt, ist, dass der Steuerwagen bzw. die Front doch eindeutig zu breit ist. Das kann man deutlich sehen. Das Ganze müsste ein bisschen schmäler sein. Aber nichtsdestotrotz ist er doch relativ gut gelungen von außen. Auch schön hier mit dem IC-Logo. Ja, generell, was ist denn ein Steuerwagen? Ein Steuerwagen ist ein antriebsloser Eisenbahnwagen mit einem Führerstand, von dem aus ein nicht an der Zugspitze laufendes Triebfahrzeug über eine direkte Wendezugsteuerung gesteuert werden kann. Und die Fahrzeugeinrichtung von Steuerwagen ähnelt denen von Triebfahrzeugen. Nicht ganz, aber fast, ja. Und Steuerwagen finden bei Wendezügen Verwendung, damit eben die Lokomotive an Endbahnhöfen nicht mehr von einem Zugende an das andere umgesetzt werden muss. Der Einsatz von Steuerwagen sorgt für eine, Rationalisierung, muss man sagen, des Eisenbahnbetriebs, da der Fahrtrichtungswechsel schneller vonstatten gehen kann, keine Infrastruktur für das Umsetzen in Anspruch genommen werden muss und natürlich auch Personal in Form vom Rangierer eingespart wird. Ja. Das ist eigentlich so das Hauptziel, warum Steuerwagen oder Steuerwegen eingeführt worden sind. Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch mal von außen an. Also wir haben dann, wie gesagt, das mit der Front schon mal erwähnt. Dann haben wir hier die Puffer, die Zug- und Stoßeinrichtung. Dann hier natürlich auch wieder die ganzen Druckluftschläuche. Wenn wir uns dann hier mal zur Seite begeben, sehen wir also auch schön das FIS, das Fahrgastinformationssystem hier außen. Als Beispiel habe ich jetzt hier mal den Intercity 2013 genommen, von Dortmund nach Oberstdorf. Die Piktogramme sind auch schön zu erkennen, zweiter Klassebereich. Rauchen verboten, man soll sich leise verhalten, telefonieren verboten und man findet hier die Sitzplätze 11 bis 78 vor. Man hört auch schön die Klimaanlage laufen. Ja, kommen wir mal zu den ganzen Anschriften an der Wagenseite beziehungsweise zu den Bremsanschriften dann auch. Ja, wir sehen hier also die Bezeichnung des Wagens, der gehört der Gattung BPMM-BDZF an, um genauer zu sein, der 286.1. Und hier sehen wir also dann die komplette Nummer, wo der Wagen zugelassen ist, bei welchem Eisenbahnverkehrsunternehmen er anzutreffen ist und so weiter und so fort. Hier auch nochmal der zu erkennen zu Hause bei DB Fernverkehr AG. Zulässige Höchstgeschwindigkeit 200 Stundenkilometer. Und der Wagen hat eine Lautsprechereinrichtung. Und hat ein WC. Das kann man hier auch schön erkennen. Wenn wir dann einmal weitergehen, sehen wir hier die
Bremsschauzeichen, welche Bremse gerade am Wagen angelegt ist. Hier sind dann die Gewichte einmal beziehungsweise, ja, die Gewichte einmal leer, einmal beladen und die Anzahl der Sitzplätze. Also der Wagen hat 32 Sitzplätze. Und dann kommen wir hier einmal zu den Bremsanschriften. Das ist auch sehr interessant. Prinzipiell ist hier zu sagen, jedem werden die roten Bremsanschriften schon mal aufgefallen sein, die wir auch hier sehen, beziehungsweise die gelben und auch die, ja, schwarz-grauen. Die Bremsanschrift besteht aus drei Buchstabengruppen. Das kann man hier schön sehen. Die erste Gruppe kennzeichnet die Bremsbauart und wird im Wesentlichen von der Bauart des Steuerventils bestimmt. Die zweite Gruppe zeigt dann die zur Verfügung stehende Bremsstellungen an. Und die dritte Gruppe nennt die zusätzlichen Bremsausrüstungen und entfällt, wenn es keine zusätzliche Ausrüstung gibt. Aber wir haben hier noch eine zusätzliche Ausrüstung. Das kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, wir haben eine einlösige Bremse. Woran erkennt man das? Eben an der Bauart mit nur einem Buchstaben. Und wir haben, pardon, ich muss korrigieren, wir haben eine mehrlösige Bremse. Wir haben ja KI. Also wir haben eine mehrlösige Bremse. Und zwar ist das eine Knorrbremse mit Einheitswirkung. Knorrbremse mit Einheitswirkung. Dann P und R steht... P steht für schnell und R für schnell und stark. Also ursprünglich eben für die Personenzüge gedacht. Das ist also die Bremsstellung. Also Bremsstellung P und R steht zur Verfügung. MG ist dann die Magnetschienenbremse. Und das MZ steht für die Zusatzbremse. Also mit Zusatzbremse. Genau, dann haben wir das hier schon mal. Dann haben wir hier dieses D im gelben Kreis, das zeigt an, dass das Fahrzeug über Scheibenbremsen verfügt. Dieses EP hier ist die elektrische pneumatische Bremse, so muss es richtig heißen. Und so kann man sich dann hier praktisch durcharbeiten. Ja, wir haben dann hier die Länge über Puffer. Und hier haben wir 19 Meter vom Drehzapfenabstand. Ja, ansonsten auch hier wieder noch der Absaugadapter fürs WC. Das Datum der Revision. Und hier ist dann der Auffangbehälter vom WC. Und man kann auch natürlich das Frischwasser wieder nachfüllen. Das ist alles hier unter Flur angebracht. Und Türsteuerung anscheinend hier TB0. Hier wird angezeigt, dass der Wagen angehoben werden darf. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende des Steuerwagens wieder angekommen. Rollstuhlfahrer dürfen ja auch Platz nehmen, das ist sehr schön. Ja, das sieht doch wirklich schon mal recht ordentlich aus, muss man sagen. Dann hier der nächste Wagen. Schauen wir uns auch mal noch ganz kurz das Drehgestell an. Wenn man sich jetzt hier mal anschaut, sieht man auch schön, dass wir hier in der Mitte eben die Sekundärfedern haben, auf dem sich auch der Wagen abstützt. Hier vorne ist dann auch noch die Primärfeder, aber die sieht man jetzt nicht. Das ist bei nicht bei jedem Drehgestell der Fall, aber doch bei den meisten Drehgestellen. Oben ist dann natürlich die Drehpfanne, auf dem sich auch der restliche Wagen von oben nochmal abstützt. Hier auch wieder der Behälter fürs WC, beziehungsweise der Anschluss fürs WC. Auch hier kann der Wagen wieder angehoben werden.
Das sieht doch schon wirklich relativ gut aus. Und natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen zum Drehgestell. Da gibt es natürlich dann noch den Bremsklotzträger mit Bremsklotz, die seitliche Abstützung für den Wagenkasten, das Achslager, den Sekundärdämpfer. Aber ja, ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Ja, das ist der BPMMZ. Auch hier die Bremsschauzeichen. Ich habe jetzt mal 11 Wagen hier aufgegleist. Da müssten dann fast alle dabei sein. Es sind ja 7 Wagen mit dabei. Hier jetzt zum Beispiel der Abteilwagen BPMMZ. Dieser hat ein Leergewicht von 44 Tonnen, 50 Tonnen beladen und bietet 80 Sitzplätze an. Hier haben wir dann die Kühlung 1. Und da hört man schön wieder, wie die Klimaanlage auch läuft. Ja, so vom optischen her, beziehungsweise vom äußerlichen her, sieht das Ganze doch recht ordentlich aus. Auch hier schön kann man die Inneneinrichtung sehen. Hier kann man auch schön das Fahrradabteil schon mal von außen erkennen. Das sieht doch relativ gut aus. Ich glaube, 2 oder 3 Wagengattungen fehlen noch im Paket, aber die sind ja nicht mit dabei. Ja, und hier haben wir dann den Erste-Klasse-Bereich, beziehungsweise die ersten Klassewagen. Ich meine, in den Intercity-Wagen sind nur noch 2 Erste-Klasse-Wagen immer im Zugverband mit dabei. Hier auch wieder andere Piktogramme natürlich. Hier sehen wir den Sicherungskasten schon mal. Hier haben wir jetzt keine Zugzielanzeigen. Auch hier natürlich wieder die ganzen Bremsanschriften. Und der Wagen gehört der Gattung AVMMZ an. Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick in den Führerstand, würde ich sagen. Und dort angekommen machen wir gleich mal das Führerstandslicht an, um hier auch mal ein bisschen was sehen zu können. Ja, was ein bisschen schade ist, wir haben keinen elektronischen Buchfahrplan. Also hier kann man nichts einschalten oder umblättern. Ja, schauen wir uns einmal kurz um. Hier oben, wie gesagt, ist eben dann die Führerstandsbeleuchtung. Fenster können wir auch nicht öffnen. Hier haben wir das GSMA-Eingabegerät. Hier unten diverse Schalter für die Klimaanlage, Lüftung etc. etc. Auch nichts bedienbar. Schauen wir uns einmal das Ganze von links nach rechts an. Wir haben hier oben einmal das Rundinstrument für die Oberleitungsspannung. Dann haben wir hier die Anzeige für den Primärstrom. Hier der elektronische Buchfahrplan, hier das GSMA-Eingabegerät, hier dann der Kippschalter für den Luftpresser, dann hier für den Lüfter, LZB bzw. PZB frei, also Befehl 40 haben wir hier noch, dann haben wir hier LZB, PZB wachsam, Stromabnehmer, Heben, Senken, Hauptschalter ein, aus, hier haben wir die Zugsammelschiene. Wenn ich die ausschalte, geht auch die Klimaanlage aus. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben wir hier die Türsteuerung. Die können wir auch umstellen auf manuell oder so eingestellt lassen, wie es jetzt ist. Dann funktioniert alles automatisch. Schauen wir mal, Zugsammelschiene ist aus. Kann man hier im Leuchtmelder erkennen. Jetzt ist sie wieder an. Dann müssten auch gleich die Klimaanlagen in den Wagen wieder anspringen. Jawohl. Der Richtungswender, dann haben wir hier den Fahrschalter. Da gibt es auch gleich noch was dazu zu sagen. Dann hier in der Mittelkonsole haben wir den Zug- und Bremskraftanzeiger. Hier den
Tachometer. Hier dann die ganzen Leuchtmelder für die PZB, LZB, LZB Ende, LZB betriebsbereit. Wie viel 40, 500 Hertz, 1000 Hertz. Hier in der Mitte haben wir dann die LZB-Anzeige, also die Entfernungsanzeige. Hier dann diverse Kippschalter für die Zugbeleuchtung, Sander, Schleuderschutz, Bremse lösen. Hier haben wir dann die ZG1, Fahrzeugspitzenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Führerraumbeleuchtung. Dann haben wir hier den Bremszylinderdruck. Wir haben hier den Hauptluftleitungs- und den HBL-Druck. Hier haben wir jetzt den Bremszylinderdruck, so ist es richtig. Und hier haben wir die E-Bremse, die indirekte Bremse. Hier kann man eigentlich den Führerstand entsperren, aber auch ohne Funktion. Und hier haben wir dann nochmal die Zusatzbremse, beziehungsweise eine Zusatzbremse. Und hier eben nochmal die Auf- oder Anbauten an der rechten Seite, auch nochmal mit LZB Indusi in diesem Fall. Ja, soweit eigentlich zu den ganzen bedienbaren Elementen. Hier haben wir dann noch den Scheibenwischer, was hier auch auffällt. Wenn man den Scheibenwischerhebel bedient, zeigt er hier aber immer noch nach oben. Und hier unten haben praktisch den SIFA-Taster. Ja, hier unser Sitz. Und wie gesagt, Fenster können wir nicht öffnen. Aber was wir machen können, ist, wir können die Sonnenblende bzw. den Rollo nach unten und nach oben bewegen. Dann schalten wir noch einmal das Führerstandslicht aus. Schalten wir die Instrumentenbeleuchtung ein. Schalten die PZB ein, schalten die SIFA ein und schalten die LZB ein. Zum Fahrstufenschalter gibt es noch was zu sagen, beziehungsweise zum Fahrschalter. Dieser rastet ein. Also man geht erstmal in die Fahrtstellung und kann praktisch dann die Leistung aufschalten und der Fahrschalter springt dann wieder in die Normalstellung zurück und in der Fahrtstellung wird dann eben die Geschwindigkeit auch gehalten. Ja, AFB hat der Steuerwagen keine. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in die verschiedenen Wagen. Denn, wie gesagt, der Zug ist komplett begehbar, was ich schon wieder mal persönlich sehr gut finde. So, und hier haben wir natürlich auch wieder mal eine Toilette, wie wir es auch vom ICE 4 kennen. Oder auch von dem ÖBB Nightjet. Aber die Inneneinrichtung sieht wirklich gut aus. Wie gesagt, modernisiert. Der Intercity wurde ja seit 1971 des Öfteren modernisiert. Hier auch schön die Kopfpolster. Und hier haben wir dann das Fahrradabteil. Und hier auch schön der Blick dann zu unserem Arbeitsplatz. Da kann man auch vorgehen. Ja, und das war es dann praktisch schon in diesem Wagen. Kommen wir zum nächsten Wagen. Was hier jetzt auch auffällt, das FIS in den Wagen innen zeigt nichts an. Bisschen schade. Ja, hier dann natürlich die Tür wieder. Und hier auch eine Aus- und Einstiegstüre. Hier haben wir auch wieder ein WC. Ja, und so kann man praktisch hier sich wieder
komplett frei bewegen und kann im kompletten Zug Platz nehmen. Hier noch eine kleine Gepäckablage. Und dann können wir eigentlich schon zum nächsten Wagen gehen. Man hört auch schön, ne? Wie die Klimaanlage läuft. Auch hier schön die Tische. Auch hier, ne, man beachte, dass auch der mittlere Teil vom Wagen die Sitze entgegengesetzt platziert sind. Beziehungsweise eben auch eben gegenüberliegend ein Sitz noch vorhanden ist. Ja, kommen wir zum nächsten Wagen. Auch hier haben wir wieder ein WC mit dabei. Und auch hier können wir dort komplett durchgehen. Also das finde ich ist schon richtig schön gemacht. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut beim ICE4. So, jetzt kommen wir zum nächsten Wagen. Auch hier kein Fiss im Moment vorhanden. Oh, hier die Anzeige zeigt auch nichts an. Hier das Fahrradabteil. Und ich meine, es gab auch noch ein Kinderabteil. Einmal durch die Tür durch. Hier haben wir auch nochmal ein WC. Genau, hier ist wieder der Sicherungskasten. Also das ist wirklich schon richtig gut gemacht. Ja, genau hier. Das ist, glaube ich, auch für die Kinder dann hier gedacht. Na, sieht auch richtig nett aus. Hier oben auch nochmal Gepäckablage. Und dann geht es hier auch schon mit dem nächsten Wagen weiter. Hier im Erste-Klasse-Bereich ist auch ein kleines Bistro mit mit eingepflegt worden. Hier schön mit Zapfhahn. Schauen wir mal, eigentlich müssen wir da rauskommen wieder, ne? Ne, kann man nicht mehr raus. Wir kommen nicht mehr raus aus der Küche. Aus der mobilen Küche, doch. Also das sieht dann schon schön aus. Ja, auch schön mit Abnutzungsspuren. An der Bepolsterung auch schön zu sehen. Feuerlöscher. Und da kennen wir auch natürlich schon die andere Bepolsterung für die erste Klasse. Und hier dann nochmal ein WC. Und ich glaube, dann haben wir auch schon fast alle Wagen durch. Auch nochmal ein WC, auch immer unterschiedlicher Ausführung. Genau, und hier dann eben der andere Abteilwagen, wo die Sitze dann eben auf der rechten Seite alle sind und wo die Abteile eben dann mit einer Schiebetür aufgehen. Beziehungsweise die Abteilbereiche, dort haben wir hier oben auch eine komplette Gepäckablage immer. Und auch hier ist eigentlich so eine, ich glaube, ne, das war früher so eine Klapptür, ne, so eine Schwingtür. Und was mir auch immer gut gefällt, man kann sich auch schön immer zwischen den beiden Wagenabteilen sich dann reinstellen.
Ja, und hier ist dann schon die Baureihe 101. Wir sind also dann am Zugschluss angekommen. Und sind somit einmal den Zug komplett abgegangen. Ja, dann gibt es jetzt noch ein paar Eindrücke, wie der Intercity in der modernisierten Ausführung im Dienst sich bewährt. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Matthias AW. Servus.